frau präsidentin! die europäische union kann von handelsabkommen und der mitgliedschaft in der wto nur dann wirklich profitieren wenn die handelspartner sich auch an die vereinbarten regeln halten. es muss daher möglich sein auf illegale handelspolitische maßnahmen rasch und effizient zu reagieren. nur so können die interessen der europäischen unternehmer der arbeitnehmer und der verbraucher wirksam geschützt werden. der vorgeschlagene rechtsrahmen erlaubt es der kommission vollzugsmaßnahmen zu ergreifen wenn die interessen der union auf dem spiel stehen. als ultima ratio muss es möglich sein handelssanktionen zu verhängen und das betreffende land zur rücknahme von illegalen maßnahmen auch zu drängen etwa die einführung von zöllen die erhöhung von zöllen oder auch ein und ausfuhrkontingente. sobald es möglich ist wirklich effiziente maßnahmen zu setzen werden die drohungen von seiten der eu auch glaubwürdiger und letztlich auch zielführender sein. besten dank!